So, da sind wir auch schon wieder bei der Hallo-Spiel, bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte dein nächstes Ziel in Sanctuary oder einem Außenposten. Ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, nehmt den Außenposten, weil da werden einfach definitiv weniger landen, weil die meisten lesen nur bis Sanctuary und da werden die meisten landen. Ich lande hier hinten wieder an meinem altbekannten Lieblingsort, auch was die Tresore und so alles betrifft, weil da einfach so mit der beste Loot ist. Man kann entspannt in die Zone, man kann sich noch schnell Batman-Geschichten abholen. Schön die Spider-Wings. Und in dem. Oh, nö. Der Loot ist natürlich jetzt gerade eine Katastrophe, weil ich wollte nicht direkt da landen. Weil ich nämlich vermute, dass der ein oder andere eh da landet und dann mit dem Riff durchzieht. So, haben wir wenigstens ein bisschen Loot. Ja, ihr hört schon das Geballere. Natürlich, wieder in Daily Bugle. Nachdem Tilted ja wieder drin ist, ist aber immer noch die Hölle los. Einfach, weil die Spider-Geschichte einfach so stark ist. So, wir gucken einfach mal, zack, ob es einfach reicht, einfach nur einen Außenposten dran zu gehen. Weil genauso hat es bei der Lama-Hütte ja auch funktioniert. Man muss gar nicht irgendwas einsammeln oder so. So, wir gehen mal näher. Schritte sehe ich noch keine. Wir machen mal einen auf ganz vorsichtig. Ja, die Wache ist auch noch nicht da. Was? Platziere Weltraumfan. Ah, jetzt müssen wir schon das nächste machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der nächsten Aufgabe. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur hier in den Außenposten. Ist eine ganz einfache Geschichte. Nehmt das wirklich an. Geht nicht nach Sanctuary, weil in Sanctuary wird die Hölle los sein. Und ich gucke jetzt gerade, dass ich hier noch einen Tresor mache für ein bisschen XP. Einfach aus Langeweile, ein bisschen Gold einsammeln. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.